Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem YouTube-Kanal Next Level Football, dein Fußballcoach Pantelis Gamanidis. Und heute werden wir über das Thema Regeneration sprechen. Regeneration ist eigentlich mit eines der wichtigsten Sachen, die ein Fußballer beachten sollte. Wir sind körperliche Aktivität unterworfen, die Übersäuerung mit sich zieht, die Strapazierungen mit sich zieht, und der Körper braucht nach dieser Aktivität eine Erholungsphase. Und wichtig ist, dass wir unseren Körper hierbei unterstützen, um eine geeignete und ausreichende Erholung zu erreichen, damit wir, wenn wir eine harte Trainingswoche haben, viermal die Woche, fünfmal die Woche trainieren oder halt dreimal die Woche, mit dem Spiel am Sonntag, Samstag, dann ist es anstrengend für den Körper und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Reserven wieder aufgefüllt werden. Und ich gebe dir jetzt 4 Tipps, wie du deine Regeneration vorantreibst, damit du wirklich 100% bei jedem Training geben kannst und natürlich auch Sonntag fit bist. Let's go! Erster Tipp an dich, kaltes Duschen. Kaltes Duschen mache ich sehr gerne, vor allem morgens. Warum? Es hat einmal den physischen Faktor, aber auch den mentalen Faktor. Weil wenn du das jetzt ausprobieren möchtest, und das wirst wahrscheinlich, wovon ich hoffentlich ausgehe, dann wirst du merken, dass dein Kopf sagt, ey, was machst du denn da? Mach mal bitte die warme Dusche an und dreh mal nicht mal an diesem kalten Knopf hier rum. Ja? Sondern dein Körper fängt an, und besser gesagt, deine Gedanken fangen an, dagegen Widerstand zu leisten. Und wenn du diese Herkulesaufgabe schaffst und meisterst, dass du dich unter die kalte Dusche stellst, dann wirst du dich schon wie so ein kleiner König fühlen, der eine schwere Aufgabe direkt am Anfang des Tages erledigt hat. Ja, das macht dich mental stärker. Aber kommen wir nun zu den körperlichen Benefits. Erstmal meine Empfehlung ist, wenn du anfängst mit der kalten Dusche, maximal für den Anfang 2 Minuten. Das kannst du dann hochfahren auf bis zu 5, wenn du wirklich extrem gehen möchtest und du es aushältst und du merkst, dein Körper kann es aushalten, dann kannst du auch maximal bis zu 8 Minuten gehen. Mehr würde ich dir nicht empfehlen. Und wenn du den ersten Step gemacht hast mit den 2 Minuten, dann ist es wichtig, dass du wirklich an den Füßen anfängst mit der kalten Dusche und dich langsam hocharbeitest und nicht direkt Kälteschockmäßig deinen ganzen Körper auf einmal einen kleinen Schock bekommt. Das wollen wir vermeiden. Deswegen fang langsam mit den Füßen an und arbeite dich hoch und dann 2 Minuten unter dieser kalten Dusche. Was passiert unter dieser kalten Dusche? Wir fördern unsere Durchblutung und dadurch erzielen wir eine schnellere Regeneration in den Muskeln. Deswegen siehst du, dass zum Beispiel Spieler in Kältekammern gehen oder Eisbäder machen. Ja, du brauchst ja kein Eisbad machen, was du natürlich machen kannst, wenn du die Möglichkeiten dazu hast. Ansonsten reicht auch die kalte Dusche. Das war's schon mit dem ersten Tipp. Zweiter Tipp ist Atemübung. Und wenn wir unser Nervensystem betrachten im Körper, dann haben wir einmal unser sympathisches und unser parasympathisches System. Der Parasympathikus und der Sympathikus. So, der Sympathikus ist dafür zuständig, dass wir zum Beispiel in Fight-or-Flight Situationen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt die Menschen vor tausenden Jahren nehmen, wenn ein Löwe auf einmal hinterm Gebüsch lauert und vor dir springt, dann sorgt dein Körper dafür, dass du erstmal aus dieser Situation rauskommst. Und wenn die Leute das geschafft haben, dann haben die Adrenalin ausgeschüttet bekommen, eine flache Atmung, in die Brustatmung. Und es aktiviert sich einfach dieses Fight-or-Flight-Syndrom. So. Auf längere Hinsicht, wenn wir in diesem System bleiben, hat das Beeinträchtigungen für unseren Körper. Sowohl körperlich als auch hier oben in unserer Psyche. Deswegen aktivieren wir den Parasympathikus durch Atemübungen. Der Parasympathikus ist für die Erholung zuständig. Ja, nach dem Sport, deswegen gehen viele Leute zum Beispiel, die gestresst sind, gehen zum Gym oder machen Sport und fühlen sich danach ausgeglichen und entspannt. Warum? Weil sich vor allem nach dem Sport, auch nach dem Fußball zum Beispiel, und wir in die Erholung gehen, dass sich unser Parasympathikus aktiviert. Und das Ganze können wir
ich sag mal, triggern und aktivieren selber durch Atemübungen. Meine Empfehlung an dich ist, dass wir in den Bauch atmen. Das können wir vor allem bei Babys sehen, neugeborenen Babys oder halt jungen Babys, die atmen durch den Bauch. Ja? Mein Tipp für dich ist, setz dich ganz entspannt hin oder du kannst dich auch hinlegen. Da ist die Gefahr, dass du manchmal einschlafen kannst. Deswegen versuch wirklich beim Stehen das zu machen oder beim Sitzen. Sitzen ist am besten. Dass du wirklich achtest, hier alles durch die Nase, dass du wirklich in den Bauch atmest. Ich nehme das hier so als Hilfestellung, dass ich sehe, okay, bewegt sich meine Brust oder nicht. So, und das machst du 5 Minuten lang. So, das kannst du dann irgendwann so steigern, dass du auf 10 und 15 Minuten gehst. Dadurch aktivierst du deinen Parasympathikus, der für Erholung und Regeneration zuständig ist. Und mein dritter Tipp für dich ist die Ernährung. Ich habe schon ein Video gemacht, wo ich ein bisschen die Ernährung angesprochen habe. Folgt mir gerne auf Instagram, dort habe ich Ernährungsbeiträge wie auch Videos dazu. Aber natürlich auch auf diesem YouTube-Kanal werden weitere Videos dazu kommen. Oder halt, es gibt schon welche, die kannst du dir gerne angucken. Aber wichtig ist hierbei, dass wir nicht zu viel säurebildende Nahrung zu uns nehmen, wie zum Beispiel viel Fleisch, industrieller Zucker, viel Milch, viel Käse. Das sind alles Sachen, die uns übersäuern. Und ein übersäuerter Körper kann sich nicht gut regenerieren. So, deswegen vermeide viel Fleisch, viel Käse und viel Milch. Deswegen greifen wir auf basische Mittel. Auch da habe ich einen kleinen Post auf Instagram. Könnt ihr gerne abchecken. So, genug der Instagram-Werbung. Ein weiterer Tipp ist nochmal zum Thema Ernährung, dass du Softdrinks vermeidest. Die dehydrieren dich, was dazu führt, dass dein Körper erst recht weniger regenerationsfähig ist. Versuch wirklich nach dem Sport einen halben Liter bis ein Liter Wasser nochmal zu dir zu nehmen, um deinen Körper nochmal über die Nacht, weil die meisten trainieren abends, zu unterstützen. So, mein vierter und super wichtiger Tipp ist, dass du eine Stunde vor dem Schlafen dein Handy zur Seite legst, Flugmodus anmachst und das Handy auch nicht nah an dein Bett hast. Tu es meinetwegen in deinen Schrank rein, in eine Schublade und lass es dort. Denn die Handys beeinflussen unseren Körper durch Frequenzen, durch die Wellen, die ausschütten. Vor allem, wenn auch der WLAN-Router in deiner Nähe ist, abschalten. So, was passiert? Das Handy hat aber auch eine Funktion, darauf komme ich gleich zu. Aber wir haben durch das Handy blaues Licht und unser Körper denkt, dass wir noch wach sind, dass es noch hell ist und er leitet nicht die Schlafphase ein. Und was passiert? Unser körpereigenes Hormon Melatonin wird nicht ordentlich ausgeschüttet, sehr minimal. Dadurch passiert es, dass wenn du dann dein Handy weglegst und versuchst einzuschlafen, du erstmal lange brauchst. So, und dadurch kommt es auch, dass das Melatonin generell nicht einen hohen Gehalt erreicht im Körper und über Nacht erholt sich auch der Körper. Ja, dort ist die ganze Regeneration, vor allem im Gehirn wie auch im kompletten Körper. So, und wenn dort das Melatonin fehlt, dann ist das gestört, das Verhältnis. Die Regeneration fährt runter. Damit du das vermeiden kannst, gibt es Blaulicht-Filterbrillen, aber auch beim iPhone zum Beispiel gibt es das Night Shift, wo du das aktivieren kannst. Da empfehle ich dir das, 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen schon mal zu aktivieren, dass du 1 Stunde vorm Schlaf, 2 Stunden vorm Schlaf nicht dieses blaue Licht hast und dem nicht ausgesetzt bist. So, sehr, sehr wichtig. Nochmal zusammengefasst. Handy 1 Stunde vorm Schlafengehen weglegen, komplett aus und 2-3 Stunden davor diesen Blaulichtfilter aktivieren. Bei Android weiß ich nicht, was es da für eine Funktion gibt, müsste es aber auch geben. Das war's zum Thema Regeneration für dich. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn du Fragen hast zu dem, was ich dir beigebracht habe, dann schreib mir gerne auch in die Kommentare oder über Instagram. Ich würde mich super freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Dein Fußballcoach Panteles Germanidis.